Ja, ich konnte es kaum erwarten. Aber da bin ich. Männer halten Frauen die Türe auf. Männer zahlen Frauen die Getränke. Männer laden gehen mit Frauen abends nach tanzen und machen ihnen gerne mal Geschenke. Männer laden Frauen zum Essen ein und Frauen dürfen sitzen, wo sie wollen. Frauen werden oft ganz schön verwöhnt. Ja, Frauen werden oft ganz schön verwöhnt. Nur beim Toilette gehen müssen sie Schlange stehen. Ja, beim Toilette gehen, da erinnert sich das Spaß. Wenn sie auf Toilette gehen. Männer machen Frauen Komplimente, sind witzig und charmant, damit die Frauen sich amüsieren. Männer gehen mit Frauen abends tanzen. Aber selbst beim Tanzen muss der Mann die Frau noch führen. Wenn Schiffe sinken, dürfen Frauen als erstes in die Boote. Die Männer gehen unter und beklagen viele Tote. Retten müssen. Nur beim Toilette gehen, müssen sich lang stehen. Ja, beim Toilette gehen, da wendet sich das Blatt. Auch in großen Diskotheken, in Theatern, bei Konzerten, Frauen müssen Schlange stehen, wenn sie auf Toilette gehen. Und schaut mir nach und fragt vielleicht warum. Warum geht es bei uns nicht so geschwind? Na, weil die meisten Architekten Männer sind. Und Männer sind auch Bauherren und Männer haben Macht. Männer sind viel raffinierter als von euch gedacht.